Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Ja, ich habe die Petition anscheinend in der ersten Episode verpasst zu machen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Habe ich gar nicht mitbekommen, sonst hätte ich es natürlich gemacht. Oder es wurde erwähnt und ich habe es nicht wahrgenommen, dass ich da irgendwie unterschreiben muss. Oder dass, wo man das macht und so. Ist ja auch egal. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. Oh, wir können das berühren. Ich mag ja Aquarien auch total gern. Ich hätte gerne gerne selber eins. Hatte früher eine Freundin, die mehrere Aquarien hatte. Und ich war war neidisch und habe die auch immer angeguckt. Ich hätte auch ein Aquarium bekommen, aber ich wusste halt nicht, wohin damit. Ich hatte einfach keinen Platz und habe mir immer gesagt, wenn ich mal erwachsen bin, dann werde ich ein Aquarium haben. Und auch jetzt habe ich wieder keinen Platz. Wenn ich aber umziehe und ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange, dann überlege ich mir, ein Aquarium zu holen. Und das werde meine Kindheitsträume wahr machen. Mal gucken. Ach, schön. So wie Max fühle ich mich dann. Gut, ich klatsche das dann nicht an, weil man muss das Glas ja sauber halten. Aber mal gucken. Ach, wie schön. Ja, macht ja auch Arbeit, so ein Aquarium. Wie auch immer. Sagen wir das jetzt Warren. Wir haben das ja jetzt irgendwie vergeigt. Wir könnten das ganze Gespräch natürlich mit Miss Grant, natürlich auch nochmal umändern. Aber ist das halt wirklich so schief gelaufen? Wir hätten nach dem Lehrer vielleicht nochmal fragen können. So, nicht so auf die Fotos eingehen vielleicht. Das werden wir nochmal tun. Ich hoffe, das reicht. Im Aquarium wollen wir mal lassen hier jetzt. Ist nicht so wichtig. Mit Miss Grant, das ist wichtig. Nicht das Aquarium, nicht das Aquarium. Noch weiter zurück, noch weiter zurück. Und dann werden wir es mit dem Aquarium leider nochmal machen müssen. Okay. Komm. Hi, Miss Grant. Hallo. Funny, I was just thinking about you, Max. It's too bad you didn't sign the petition. Every signature counts. And yours might be the one that decided. Ja, sorry. How's your campaign going? It's missing somebody who should care. But no finger pointing here, Max. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. Some of us want to use our cameras for good. But people like David Mattson want to use them to spy. Jeez, I'm not like him, Miss Grant. Können wir gar nicht nochmal nachfragen? But the trick wir konnten noch is to make sure Blackwell Academy fragen. Does not end up like him. Oh, wir können tatsächlich nicht mehr nach ihm fragen. Na gut. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb... Okay. You know my stock teacher answer. Would you add potassium or sodium to a... Neither. Unless you want a face full of powder. Also Chlor. I'm just thinking about all the autumn photos. Oh, this is... Ja gut, okay. Ach so, doch hier. Sie kennen Jefferson? You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer. Aber? But he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. Was sie immer so andeuten will, kann's kaum erwarten. Schnee. Nochmal What den about Schnee. Okay. Our climate is moving. I'm sorry, Miss Green. Ja. Go on, Max. We'll... Schade, dass wir die Petition mit ihr nicht gemacht haben. Jetzt nochmal zurück zu Warren und dem Chlor. Bring me the brain, Igor. Und, ach ja, das Aquarium. Ich mach mal erstmal das Aquarium. Oder? Wir lassen... Ja, mache ich gleich. Wegen dem ganzen Hin- und Hergespule. Yes! That was a blast! What? Yeah! Experimente secret. Machen. Cool. Cool. Yes! That was a blast! Ja, aber du sollst doch Chlor nehmen. Let's keep it a professional secret. Muss ich jetzt so weit zurückspulen, dass ich alles nochmal machen muss? Oh, nee. Sie hatte vorher keine Ahnung und wahrscheinlich soll sie das erst mit ihm machen, mit dem Experiment, wenn sie ihm auch das mit Chlor sagen kann. Muss ich jetzt wirklich so weit zurückspulen? Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich das machen kann. Wenn wir das schaffen, so weit zurückzuspulen, dann wiederhole ich und dann sehen wir uns an der Stelle wieder mit Chlor oder so. Ich versuch's mal. So, wieder zurück bei Warren. Zurückgespult, hoffe ich, dass ich ihm jetzt nochmal das sagen kann mit dem Experiment. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Ich habe gar nicht die Zeit zurückgedreht. Perfect timing. Mm-hmm. I need help with this chemical experiment. Okay. Asking me for help means you okay, los have geht's. To add either a bit of potassium or sodium. Wir nehmen natürlich Chlor. It's up to you to decide, geht. Dr. Wenn's Max. Geht.
Los geh. Chlor! Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Yes. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Woohoo! Let's try it. Woohoo! Huh? Eureka! Huh? She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Oh yeah, das ist schön. Jetzt können wir ein Foto machen. Süß. Richtig cool. Da freuen sich Max und that was Chloe. Fun helping Warren. Chloe sei schon Max und he's Warren. Pretty cute when he's in full-on geek mode. Yay, yay. Okay, das haben wir gemacht. Check sagen out the big brain on Max. You might be the next Heisenberg of Blackwell. Ja, Heisenberg. Breaking Bad habe ich mittlerweile auch geguckt. Die ganze Serie war sehr spannend und cool. Das Aquarium habe ich schon berührt. Wir können jetzt auch nochmal Brooke drauf ansprechen. Again we meet, Brooke. This is true, Max. So. Oh, da war aber gerade das Experiment vorzusehen, bevor ich aufgenommen habe. Jetzt ist es weg, vielleicht weil wir es geschafft haben. Man konnte die Leute wahrscheinlich um Hilfe bitten, damit man Warren helfen kann, nehme ich mal an. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant, hey, so he wouldn't be threatened. Wir haben das Experiment geschafft. But you came to his rescue anyway. Meine Natur, nicht ich. Apparently it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. Oh nein. Okay, gut zu wissen. How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Moment mal, steht Brooke auf Warren und wir helfen dabei, dass er jetzt ihr hilft, sie ihm hilft, statt dass wir helfen. Vielleicht müssen wir doch nochmal zurückspülen und vorher, genau, wir reden da mit ihr und dann helfen wir Warren. Yeah, yeah. Okay. Wie sieht's aus, wenn wir vorher mit ihr darüber reden? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Yo. I need to know if you can help me with a potassium experiment. Oder auch nicht. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he need... Okay. Apparently, it's my nature. Yet Warren ignores the ex... Was ist, wenn ich, jetzt kann ich wieder nicht zurückspulen. How, Miss Grant, you already planned. Oh, schwierig. Was das alles für Verstrickungen sind in den Gesprächen, die man bedenken muss. Unglaublich. Was ist, wenn wir jetzt mit dieser Wahl, mit meiner Natur, ihn darauf ansprechen, so dass sie ihn vielleicht dazu antreibt, Brooke mal zu fragen? Okay. Ja. Wir können es ihm nochmal sagen mit dem Chlor. Die Frage ist, hätten wir das ändern können, indem ich jetzt zum Beispiel nicht sage, meine Natur? Ach, ich belasse es jetzt einfach dabei. Wrong, Warren. Chlorine. Okay. Natürlich wird das funktionieren, das wissen wir ja mittlerweile. Eureka! Yo. She's got it. No, yo. You got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Was sagt Go sie dazu? On, Max. We'll talk again. Ach so. Real soon. Da können wir nichts mehr machen. Schnell nochmal zu Brooke. Sagt sie jetzt nochmal was dazu? Again we... This is true. Nö. I hate to hit and run, but... Wir lassen es jetzt so. Wir haben Warren geholfen, indem wir vorher mit Miss Grant gesprochen haben. Ist ja auch gemein, das so zu machen. Naja. Ach so, das Skelett haben wir... Doch, das Skelett haben wir uns angeguckt. Das ist nicht rückgängig gemacht. Mit wem sabbelt er da? Was ist, wenn der Lehrer was mit Rachel am Stecken hat? Das bestimmt Rachel. Okay. Vielleicht. Rachel, bist du es?
gar nicht penetranter, sich einfach nebenstellen. Hm? Ich stand hier nur so. Aha. Sure, okay. Ich bin misstrauisch. Stella is smart to stay out of all the drama. Dana, you are out of control. I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Oh man, du hast doch voll viele Fotos gemacht. I'm kind of doing something now, Max. Oh Mist, Mist, Mist. Was ist das für eine Zeichnung? That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Dana wirft sich in Pose. Okay. Können wir mal quatschen? Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. Okay. Ach, hier. Unsere Alyssa-Freundin. Wir können ein Foto von ihr machen. Machen wir natürlich. Wir wollen ja die Errungenschaften für Steam haben. Kriege ich dafür eine Errungenschaft? Ich will eine Errungenschaft. Ja, ich habe sie bekommen. Not now, Max. I'm contemplating shit. Was nennst du meditieren? Okay, Alyssa, dann mach mal die Sirene für Silent Hill, dann wird sich die Schule verändern. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Wir belauschen mal wieder die Leute. Fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Ja, wir haben die Dinge zu... I think she can hear us. Ja, wir stehen direkt hinter euch. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Oh, not no. at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. Mano. So I won't forget you. Assholes. Aber echt. Was können wir denn jetzt Schönes machen? In der Schule? Oder ist Kate? Nein! Oh nee, okay, nein! Why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong. Ja, ist es. Und ich verstehe es nicht. Warum macht der Typ das? Wir sitzen hier jetzt brav in der Schule und warten. Mäuschenmäßig. Auf was warten wir jetzt? Ist der Unterricht endlich los? Wieder kommt Warren. Hallo, Warren. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Ja. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. Maybe we have a lot to cover today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Der Moment Einfang von Mark Jefferson. It's like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, no smartphones in class, Max. Put that away. Oopsie. Schneewickeli. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV. Wenn wir zeichnen, kriegen wir bestimmt auch Ärger. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Schnell zeichnen, während er nicht hinguckt. For example, who I know can't wait to enter. Was haben wir jetzt gezeichnet? I'm sure you read the syllabus. Da ihr den Lehrplan so aufmerksam gelesen habt wie die Harry Potter Bücher, wisst ihr, was ist das? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? This is like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. Irgendwie... The shadow play that gives. I guess Kate will miss class now. Visual power. I'm worried about her. Yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monster. Yo! Some crazy shit is going down at the girls' dorm. Zachary, do not come into my class like that ever again. Notiz. Listen, everybody remain seated. Okay, hat die Klasse richtig gut unter Kontrolle. Stella!
real? It flipped out. I didn't think she was gonna mess up. Puh. Was ist jetzt hier los? Nein. Oh mein Gott. Oh God. I have to do something. She can't die. Oh mein Gott. Natürlich drehen wir die Zeit zurück. Wir müssen etwas tun. Fuck. Not now. Wir müssen etwas tun. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Ja, wir müssen aber. Wir müssen es versuchen. Boah, krass, Kate. Wir hätten es irgendwie aufhalten können vielleicht. Ich weiß nicht, hätten wir zu ihr rausgehen können, aber ich glaube nicht. Keep going, Max. You fuck. Can do it. Oh, scheiße. Spul. Wir müssen irgendwie... Okay, wir halten ja gerade die Zeit auf. Können wir irgendwie... Lauf an den Vögeln hier vorbei. Scheiße. Oh mein Gott, Kate. Wenn wir hier wenigstens so eine Art Trampolin, irgendwas schnell hinstellen könnten. Hier ist die Security. Er hat ja auch ein Foto von ihr noch gemacht, schnell. Oh, wir müssen es irgendwie da reinschaffen. Aufs Dach gehen, natürlich, ganz schnell. Arme Kate. Boah, der muss es so dreckig gehen. Die hat so eine Depression. Da kommt sie. Schnell, halt sie auf. Bitte. Wir müssen das irgendwie schaffen. Nein! Schnell. Schnell. Max. Sie kann nicht. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Yeah. Max, seriously, don't come near me! Natürlich. I will jump! Okay. I'm right here. Kate, please. Wir können nicht mehr die Zeit zurückspulen. I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Es wird besser werden. Du bist wichtig. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Du bist meine Freundin. Ich bin für dich da. Bin für dich da. Was möchte sie lieber hören? Dass sie eine Freundin hat? Oder widerspricht sie dem und sagt, ja, du bist doch gar nicht meine Freundin, du hast doch Chloe und so. Bla bla bla. Ich bin für dich da. Du bist meine Freundin, sag ich jetzt einfach. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Oh Mann, ich sammle Beweise. Zu gefährlich für uns. Ich war mir nicht sicher. Ich brauchte mehr Zeit. Ich sammle Beweise. Ich war mir nicht sicher. Ich brauchte mehr Zeit. Wie wäre es mit, sie sammelt Beweise? Zu gefährlich für uns? Das ist ihr wahrscheinlich auch egal. Hey, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down.
Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. Yeah, come. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Oh. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Okay, wir sollen das... Es gibt Millionen an Videos. Alle werden es vergessen. Sei stark. Dass sie es vergessen, das wird sie wahrscheinlich nicht glauben. Dass es viele Videos gibt, ist auch irgendwie keine Hilfe. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. Gott sei Dank. You're my friend. Forever. Can we hug on it? Komm da runter. No! Nobody cares about Nein. Me! Nein! Nobody! Deine Mutter, dein Vater, deine Schwestern, deine Brüder. Ich weiß es nicht. Wer kümmert sich denn um sie? Ihre Mutter? Wo sind die alle? Deine Schwestern, deine Brüder? Am liebsten würde ich sagen, deine Mutter. Uff, boah, hoffentlich mache ich damit keinen Fehler. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother at all. She already thinks Satan has me on the fast track to hell. Let's prove it. No. Kate, please stop. Nein, nein, nein. Nicht doch. Listen, this isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God nein. Put me on this roof. Selbstmord ist eine Sünde. Sprüche 21,15, Matthäus 11,28. How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. Nein. No. Nein. Und ich kann dagegen nichts machen. Ich brech das Spiel ab und mach das nochmal. Ist mir egal. Ich will nicht, dass sie tot ist. Das war der falsche Spruch. Vielleicht hätte ich auch nicht Mutter sagen dürfen. I know this isn't pleasant for any of us. But we have to go over what happened before Miss Marsh... Before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duty seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield,
Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh mein Gott, Kate Marsh ist wirklich gesprungen. Wir konnten es nicht aufhalten. Ich glaube, ich werde das rückgängig machen, indem ich tatsächlich das nochmal spiele. Auf keinen Fall will ich, dass es so gelaufen ist. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Wir machen das jetzt an der Stelle einfach weiter, so wie es jetzt gerade steht. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Sie weinte wegen Jefferson. David hat sie gemobbt. Ja, dann geben wir, dann wird Jefferson die Schuld kriegen. Darum geht es ja aber auch nicht. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, können wir nicht beweisen. David hat sie gemobbt. Sie weinte wegen Jefferson. Das war aber das Letzte, was wirklich passiert ist. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. So, wir können die Zeit zurückdrehen wieder. Wow, schade, dass wir es nicht tun konnten bei Kate. Deswegen muss ich ja irgendwie Schritte einleiten, um das Ganze rückgängig zu machen. Für den nächsten Part von Life is Strange, Leute. Oh mein Gott, ich bin geschockt. Das Ding ist, ich habe die ganze Zeit schon geahnt, dass Kate voll die Depression hat und irgendeine Scheiße noch irgendwie macht. Weil die einfach so down ist, dass die eigentlich wirklich in Therapie müsste. Aber das konnte man jetzt nicht sehen. Und dass die auf einmal aufs Dach steigt und das wirklich nach diesem Streit sofort umsetzt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat mich echt aus den Socken gehauen. Boah, ich muss echt noch überlegen, was ich jetzt mache. Und werde mich, glaube ich, sogar schlau machen, was für Entscheidungen man hätte treffen können, da ich ja jedes Mal das dann nochmal neu starten muss, das Kapitel oder wie auch immer. Weiß ich gar nicht, wie ich das mache, aber werde mal gucken, was die schlauste Entscheidung ist und ob man hätte überhaupt eine Entscheidung treffen können, die das Ganze aufhält. Das frage ich mich. Aber bis zu dem Punkt, wo sie ja fast runterkam, hätten wir sie ja fast gehabt. Da dachte ich schon so, mein Gott, Gott sei Dank, sie hat es geschafft, sie zu überzeugen. Aber dann ist das ganze Gespräch doch gewendet. Vielleicht kann man es auch gar nicht ändern. Ich weiß es nicht. Any day now, Max. It's so nice to hang out here in this office. Ja, ob es an der Stelle hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part oder ob das Ganze dann nochmal anders verläuft. Mal schauen. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich bin ganz aufgeregt. Freue mich auf den nächsten Part von Life is Strange. Bis dann.